So, liebe Freunde, und damit ein recht herzliches Willkommen zurück zu Try to Fall Asleep in der dritten und vorerst auch letzten Nacht. By the way, übrigens auch das einzige Horrorgame auf diesem Planeten, zu dem man tatsächlich einschlafen kann. Ich meine, ich verstehe den Typen irgendwie nicht so ganz. Die ganze Nacht über stehen da irgendwelche Spanner vom Fenster und brechen hier teilweise schon ins Haus ein. Aber der Typ, der bleibt die Ruhe selbst, liebe Freunde. Der wartet halt einfach nur auf den perfekten Zeitpunkt, dass eines dieser Viecher mal ein bisschen zu nah ans Bett kommt und dann zack! Kurzer Genickbruch und dann hat sich die Sache erledigt, liebe Freunde. Ich meine, gut, eventuell könnte unser kleines Geheimnis für diese totale Gelassenheit ja die seit neuestem auf unserem Nachttisch stehenden Pillen sein. Ja, ich möchte ja nichts gesagt haben, liebe Freunde, ne? Allerdings würde ich an dieser Stelle vorschlagen, dass wir die heutige Einschlafsequenz einfach mal überspringen werden, weil, sind wir mal ganz ehrlich, wirklich was Neues werden wir jetzt hier auch nicht sehen, ja? Deswegen würde ich sagen, wir starten jetzt einfach mal direkt ins Gameplay rein. So, Freunde, wir sind gerade erfolgreich eingeschlafen. Es ist jetzt tatsächlich nichts irgendwie Erwähnenswertes passiert. Und wir starten jetzt direkt rein ins... Oh, was? John? Daisy ruft uns. Please, please answer. Daisy? I'm here, Daisy. Daisy, talk to me. Someone was in my house. He got in my room, but I pretended that I was asleep. John? Was? I think he's coming your way. Oh mein, das ist wie bei unseren, in diesen Einschlafsequenzen die ganze Zeit. Krass, okay, gut, wir müssen jetzt die gute, einmal zur guten Daisy wahrscheinlich mal kurz vorbeifahren oder so. Ich habe keine Ahnung. Können wir hier raus? Oh, hi. Hast du zufällig von dem gesprochen? Oh, was? Lock all the doors and windows. Oh, ja, natürlich, mache ich gerne, gar kein Problem. Mach ich so schnell, wie es nur geht, du. Da brauchst du mich nicht noch dreimal nachfragen, du. Gar kein Problem. Hier, guck mal, da im Badezimmer noch wunderschön. Hier ist noch eine Tür und da ist noch ein Fenster und da ist noch ein Fenster. Jawohl, Tobias. Hast du wieder super hinbekommen. Ich glaube, das habe ich noch nicht hin, ne? Mach zu. Treppe hoch. Alter, ich weiß nicht, wie schnell wir uns hier gerade beeilen müssen, aber ich mach's jetzt einfach mal. So schnell es halt geht. Okay, mach zu hier. Komm, hier auch noch. Find a place to hide. Wenn ich hier mal was sehen würde. Warte mal, hier war doch ein Schrank gewesen. Kann ich da rein? Komm ich hier rein? Rein da. When the monster enter the room, wenn das Monster ins Zimmer kommt, dann soll ich die Luft anhalten. Luft anhalten. Der ist drinne. Weil ich habe nicht alle Fenster zugemacht. Nein, ich habe zu früh angehalten. Ich habe zu früh die Luft angehalten, Leute. Viel zu früh. Komm, halt noch ein bisschen durch. Halt noch ein bisschen durch. Wenn ich jetzt loslasse, dann war es wahrscheinlich eh gewesen. Mutti um 0 Uhr nachts, Leute. Sorry, hätte da nichts machen können. Ich habe zu früh angefangen. Ich habe da nur ein Geräusch gehört, ich dachte, jetzt muss ich. Okay, Freunde, lasst es uns nochmal kurz versuchen. Ich habe jetzt mal die Fenster durchgezählt. Es sind insgesamt 13, eventuell auch 14, wenn man so ein Deckenfenster mitzählt. Ich werde das jetzt einfach mal mit abzählen, damit wir auch ganz genau wissen, ob ich jetzt wirklich alles zugemacht habe. Also, let's go. Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich Ihnen nochmal. Guten Tag, Herr Nachbar. Haben Sie schon mal daran gedacht, Gesichtspflege zu benutzen? Ja, genau. Und diese Tür habe ich, glaube ich, nicht zugemacht. Das war nämlich einfach der Fehler gewesen. So, das waren 2, 3, 4... 5. So, warte. 6. Fenster. 7. Tür. 8. 9. Und jetzt nochmal kurz nach oben. Ich glaube, wir sind ganz gut dran. 10. 11. 12. Das hier geht nicht. Habe ich irgendwas vergessen? Hier. 13. Find a place to hide. Ja, wenn ich hier mal was sehen würde. Alter, dieses Spiel, ne? Das ist auch so richtig. Weiß ich. Find einen Platz zum Verstecken. Wir machen dir mal einen Blackscreen, du. Aber ich habe doch diesmal alles zugemacht. Aber es war nicht schnell genug. Darum kommt er jetzt doch noch rein. Waren zwar alle zu, ist aber egal. Jetzt kommt er wahrscheinlich hier wieder reingestaxelt und wir müssen dann natürlich Luft anhalten. Diesmal natürlich nicht so früh, wenn es geht. Okay, jetzt Luft anhalten. Das ist doch so ein typisches Horrorgame-Konzept, ne? Die schauen halt nicht in die Schränke rein, wenn du Luft anhalst. Warum sollte man auch suchen? Die gehen nämlich immer davon aus, dass du ein fetter Asthmatiker bist, so wie der Typ sich nämlich anhört. Der kennt es halt einfach nicht anders. Gehst du jetzt mal bitte, die Luft wird jetzt langsam ein bisschen knapp. Ja, genau, da ist die Tür. Ein bisschen schneller, Mutti. Vielen lieben Dank. Oh Gott. Luft holen! Dankeschön, Alter. Mit so einer einsekündigen Verzögerung ja auch noch. Was soll das denn? Darf ich jetzt wieder raus? Ich bleib lieber hier nochmal eine halbe Stunde drin, glaube ich. Spaß, Leute. Wir gucken jetzt natürlich mal. Aber er hat die Tür wenigstens zugemacht. Dann zieht es hier wenigstens nicht. Super. Perfekt. Vielen lieben Dank. Oh, warte mal. Was? Oh, ach so. Wir wohnen hier auf der Insel, Leute. Ich habe das jetzt erst gerafft.
ich erkenne das jetzt hier erst gerade, die Schranke und so. Das habe ich zwar im Video rausgeschnitten in der letzten Folge, aber wir sind hier quasi auf der Insel, in diesem kleinen Dörfchen, was da auch zu sehen war auf der Map und so. Deswegen hat die Daisy halt auch gesagt, ey, bei mir ist gerade was los. Natürlich können wir da noch mal eben rüberstaxeln. Das wusste ich halt nicht. Ich dachte, die kommen hier immer zwischendurch mal, oh nein, die gute Ikea-Lampe. Daisy, are you there? Yes, I'm here. Are you all right, John? I'm fine. He got in my house too. Wait. I hear a strange sound. Ja, das war ich wahrscheinlich gerade eben gewesen, hab gefurzt. Damn it. The battery's dead. Oh. Okay. Gut, zum Trauen für die IKEA-Lampe bleibt wahrscheinlich gerade nicht sonderlich viel Zeit. Alter, der hat hier meine Tür eingeschlagen, der Sack. Ach komm, Leute. Ist mir auch egal. Okay, lass mich raten. Die liebe Daisy, die wohnt wahrscheinlich da hinten, wo das Licht so mega krass brennt. Kann das sein? Ist das möglich? So, Daisy, bist du noch am Start? Okay, entweder ist Daisy ein bisschen durchgedreht. Oder die hat einen Fetisch für sehr spezielle Inneneinrichtung. Was ist das denn hier, sag mal? Also, ach ja, natürlich, klar. Ja, komm. Stell halt auch noch den Schrank vor, gar kein Problem. Ja, hi, guten Tag. Ich freue mich auch. Gut, du weißt schon, dass ich das alles aufnehme und dann im Gericht gegen dich verwenden kann. Gut, Leute. Scheint auf jeden Fall so, als ob XX Minecraft Player XXLP XD doch tatsächlich existiert. Und ja, keine Ahnung, der will jetzt mit uns so ein bisschen so Saw-mäßig hier irgendwie was machen. Ich habe keine Ahnung. So, was haben wir denn hier Schönes? Wie viele er noch zu töten hat? Zwei hat er getötet. Wir waren 5, glaube ich. Dann noch 3 halt, ne? Hashtag, irgendwie Lautstärke oder sowas. Wahrscheinlich Dezibel. Ich habe keine Ahnung. Und irgendeine Zeit, die wir da eintragen sollen, okay? Ah, guck mal, da ist... du machst es mir aber auch schwer. Boah, also gut, dass ich das gesehen habe, du. Ah, guck mal, hier ist dieser Timer, ne? Ist das... Warte mal. Zeigt er mir hier irgendwas an? 14.0... Achso, oder so. Okay, ich dachte, wir müssen da jetzt irgendwie eine Zeit eintragen. Was hat mir noch? Zu hören. Irgendwas zu hören. Was kann man denn hier hören, liebe Freunde? Was ist das? Keine Ahnung, was ich da gerade eingesammelt habe. Es wird aber wichtig sein. Falls ich es doch nicht brauchen sollte, werde ich es auf dem Flohmarkt oder auf eBay Kleinanzeigen verkaufen, Leute. So, kann ich hier noch irgendwas machen? Ach so, okay, klar, alles klar, warte mal, 5, okay, warte, trage ich mal eben kurz ein, jetzt haben wir 3, 2, 5 und 8, ja, aber was soll ich damit jetzt machen, kann ich jetzt wieder raus, ach so, da ist ein Zahlenstock, ja, sorry, habe ich ja nicht gesehen, okay, pass auf, ich verstehe schon, 3, 2, 5 und einmal die 8, vielen lieben Dank, Dankeschön. So, es geht weiter. Pick them up. Okay, was soll ich hier aufheben? Eine Taschenlampe? Boah, die finden wir aber richtig früh hier in dem Game. Meine Herren, liebe Freunde. Ach du meine Güte, was ist das denn? Okay. How many are here? Aber wie viele sind davon da? Brauchen wir dafür die Taschenlampe? Achso, ich sehe es gerade. G to change the light mode. Warte mal, bestimmt Schwarzlicht, oder? Mach mal an hier. Ja, komm, das habe ich mir schon gedacht. Okay, pass auf. Wir gehen jetzt systematisch vor, Leute. Wir gehen jetzt einfach im Kreis alles ab und ich trage hier einmal alles ein. So, das haben wir. Es könnte jetzt eventuell ein bisschen dauern. Wait, das sieht ganz gut aus. Okay, lass uns das mal eintragen. Also, pass auf. Wir haben Kreuze. 5 Stück haben wir davon. Dann haben wir dieses komische Zeichen. Davon gab es nur 3. Which one is greater? Meine ich mit greater jetzt, also größer? Von denen es mehr gibt. Also von diesen Verkehrszeichen haben wir 3. So, und die Sterne, davon sind 4 da. Also 4 vermutlich, ne? Okay, Sol, von das sollen wir plus rechnen. Das bedeutet 8 Stück.
Dann haben wir 5, 3, 4, 8 Leute. Alter, der kann... Der, was will der gegen uns ausrichten, Alter? Wir sind das Super-Genie. Dann bin ich übelst die Maschine, wenn es um Rätsel geht. Also, wir haben die 5. Und lass es jetzt bitte richtig sein. Wir haben die 3. Wir haben die 4. Und wir haben die 8. Yeah, bam, Leute. Und wie viel Zeit haben wir noch? 6 Minuten, Junge. Die können wir jetzt noch vielleicht dafür nutzen, um ein bisschen zu chillen hier, oder was meinst du? Schon wieder so ein Teil, das haben wir eben schon gefunden. Was ist das? Keine Ahnung, ich nehme es wieder mit. Müssen wir, warte mal. Ist hier noch ein Rätsel? Nein, hier ist noch ein Rätsel, ne? Nein, oh, nicht auf dem Klo, bitte nicht auf dem Klo. Was war das? Ich habe keine Ahnung, was habe ich hier? Ah, ein Schlüssel. Oben war noch eine offene Tür, ne? Eine offene Tür, eine geschlossene Tür. Warte mal, dafür ist der Schlüssel. Ja, okay, hier können wir rein. Oh, ich sehe einfach gar nichts. Oh ja, schon besser, Alter. No, yes? Hä, was ist das? Hätte ich da jetzt raufgucken sollen? Guck mal. Hä, was ist das hier alles für Zeug? Da, warte, was? Ah, oh, okay. So. Das sind diese, das sind so eine alten analogen, ich sag jetzt mal so Anzeigen. So aus Glühbirnen halt. Und die können einem dann Zahlen anzeigen, sozusagen. Wie uns fehlt noch so eine Glühbirne, Freunde. Warum? Warum sind hier überall die Fernseher an? Da ist die Glühbirne. Eine Glühbirne war das übrigens gewesen, ne? Ich habe mich vorhin so komisch gewundert. Was ist das? Place the Switches. Ach so. Oh, okay, was? Oh, nee, jetzt muss ich hier wieder Elektriker spielen. Okay, lass mich kurz überlegen. Wir müssen ja dahin, ne? Was? Hä? Wie viele Kombinationen kann es hier geben? Ha! Oh, oh. Scheinbar nicht so viele. Okay. 2, 4, 6, 5. 6, 5. Es ist echt super. Ich habe mich heute noch kein einziges Mal erschrocken und stattdessen erschrecke ich mich davor, dass irgendwelche Glühbirnen plötzlich anspringen. Ich bin frei. Und jetzt? Congratulations, Mr. Harry. Dankeschön. Ehrlich zu sein, nein. Ich kann gar kein Geschrei hören. Oh, die Schreie. Du meinst eher dieses Murmeln von irgendwelchen Leuten, die hier wahrscheinlich gefesselt sind. Oder brennen. Sorry an dieser Stelle. Das hat jetzt ja nicht so gut funktioniert. Well... Es war geplant gewesen, Leute. Hä? Warte, ich verstehe jetzt gar nichts mehr. Ey, gehen Sie mal bitte aus meinem Haus raus. Was soll das denn? Warum steht denn da schon wieder der Schornsteinfeger im Flur, du? Ich hab denn doch gesagt, bitte nicht mit Schmutzschuhen hier rein. Okay, Leute, ich bin auf jeden Fall mal mega gespannt, wie es dann im Dezember endlich weitergeht. Ich habe mich halt wirklich in dieses Spiel ein bisschen verliebt. Das Einzige, was mich halt so ein bisschen stört, ist diese Einschlafsequenzen am Anfang immer. Das war beim ersten Mal noch cool, aber dann so beim dritten Mal. Deswegen habe ich das auch, halt auch rausgeschnitten, weil da halt nichts Neues mehr zu sehen war. Und das Spiel, eigentlich braucht das Spiel die Dinger gar nicht. Das hätte man auch anders lösen können. Die sind nur so ein bisschen überflüssig, die sind halt da, aber ist jetzt auch nicht so schlimm. Kommen wir an dieser Stelle aber mal ganz kurz zu den Mitgliedern. Und zwar grüße ich heute mal die liebe Sonja Schnau auf der Stufe Toastbrot an dieser Stelle. Vielen lieben Dank für deine Unterstützung. Und wenn du da vor dem Bildschirm, ja genau du, ich rede mit dir, genau du, wenn du auch gerne mal gegrüßt werden möchtest, einfach Mitglied werden, kostet minimal 99 Cent im Monat und unterstützt mich eben halt damit auch. Und ich pick mir dann am Ende jedes Videos rein zufällig einfach jemand von euch raus und der wird dann hier eben halt im Video gegrüßt. An dieser Stelle bedanke ich mich aber fürs Zuschauen. Ich bedanke mich fürs Dabeisein und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal. Bis dahin und tschüss, euer Tobi Toast.